wieder die gleiche Perspektive. Ich habe keine Energie zum Großposen jetzt. Gestern waren 2 Posing-Sessions mit Jan angesagt. Und ja, so langsam die Energie schwindet, wie ihr es auch im letzten Vlog schon von mir mehrmals gehört habt. Aber ja, ich würde sagen, gerade aufgestanden, bevor wir irgendwas in unseren Körper geben, wiegen wir uns jetzt erstmal und gucken mal, was die Waage sagt. Ja, 80,1, ihr habt es gesehen. Ich muss sagen, gerade eben habe ich mich schon mal auf die Waage gestellt. Da waren es 79,9, aber ist ja auch vollkommen egal. Ist auf jeden Fall das Tiefstgewicht seit Gedenken. Und dementsprechend gibt es auch eine gute Neuigkeit. Ihr habt sie wahrscheinlich schon im Titel gelesen und darüber freue ich mich immens. Wir haben 2 High Days jetzt. Und Jan hat generell die Kohlenhydrate um 25 Gramm am Tag erhöht. Sprich 100 Kalorien mehr, das motiviert auf jeden Fall weiter dran zu bleiben und ja, gibt einem so ein bisschen was, wenn man zumindest auf das Sheet guckt, wo die Makros draufstehen. Er ist Balsam für die Seele, liebe Sportsfreunde. Und jetzt gibt es erstmal ein bisschen Protons und vielleicht ein bisschen was an Carbs und dann wird eine halbe Stunde Cardio durchgezogen vor meinem Krafttraining, weil ich weiß, ich habe heute Abend keinen Bock mehr darauf und deswegen mache ich das jetzt. Oder nachher. Oder gleich. Tja, und falls ihr euch wundert, warum hier nur so wenig Kaffee drin ist, das kann ich euch sagen, mir ist nämlich gerade mein Shaker mit Kaffee ausgekippt. Der Tag fängt schon mal sehr gut an. Nichtsdestotrotz nicht abfacken lassen, nicht stressen lassen. Ich habe gar keinen Kopf jetzt dafür. Ich hoffe, meine Tastatur ist nicht kaputt, weil das ist einmal quer rübergelaufen. Bin mal gespannt. Das ist Gott sei Dank keine fragile Laptop-Tastatur, also das sollte schon hinhauen, aber es ist nicht geil. So, heißt 20 Gramm Clearway, eine Aprikose. Oder ist das ein Pfirsich? Ist eher ein Pfirsich. Ein Smoothie-Eis und ich muss aufpassen, dass ich da nicht von die ganze Packung heute esse. Was sowieso passieren wird, machen wir uns nichts vor. Es sind 4 Stück, die werde ich einatmen am High Carb Day. Und den Kaffee und dann gibt es noch was anderes zu trinken, ganz sicher, weil ich bin ultra dehydriert und let's go. Ja gut, Sportsfreunde, ne? Also Health und Fitness wird bei mir ganz groß geschrieben. Deswegen gibt es nach dem Morgen-Cardio erstmal nochmal ein Eis. Heute wird sehr viel Eis vernichtet, Sportsfreunde, also wundert euch nicht. Ja, und ich bin so ein bisschen verliebt in dieses Eis von Lidl, weil das Ganze sehr proteinreich ist. Auf 100 Gramm ganze 7 Gramm Eiweiß. Das sieht man nicht so oft bei Low-Calorie-Eissorten. Und dementsprechend gönne ich mir das jetzt mit ein bisschen PB2 und Xylit. Dann wird das Ganze zu einem Vanilla, Peanut Butter, Sugar, was weiß ich, Eis. Also von daher, let's fetz. Aber das werde ich jetzt hier wahrscheinlich erstmal nicht abfilmen, weil das wird eine, ich sag mal, unsaubere Angelegenheit jetzt. Das Eis ist jetzt vernichtet. War sehr nice. Ist immer nice. Also ich könnte den ganzen Tag Eis essen. Es ist ganz schlimm. Jedenfalls geht es jetzt weiter. Und zwar gibt es jetzt hier noch einen meiner Proteinriegel, einer der selbstgemachten. Die habt ihr auch schon im letzten Video gesehen. Und irgendwann kommt dazu auch ein Rezept, Sportsfreunde. Versprochen. Und dann gibt es noch, ich habe es prophezeit, die beiden anderen der Smoothie Bars, wie auch immer man die nennen will. Ist eigentlich nur püriertes Fruchtsorbet am Stiel. Und ja, das wird sich jetzt hier mal nochmal reingegönnt, ne? Also. Der wird schön crunchy, wird immer weicher, je länger er draußen ist, aber ich mag das wohl, wenn die so zäh sind und so ein bisschen, naja, dass man halt was zu beißen hat, kommt immer gut.
moments later. Ja, Leute, auf mein Fitness wird bei mir ganz groß geschrieben. Ne? Wir sehen uns später. Soon after. Ihr müsst aber auch wissen, ein Ding hat gerade mal 50 Kalorien. Beziehungsweise ein bisschen mehr, ich glaube 60, aber... So, ich konnte jetzt meinen Eishunger ein bisschen stillen und das Ganze, ein bisschen deeskalieren, weil nach 5, hier, wie heißen sie denn, Kaktuseis am Stiel, könnte man auch noch 5 essen, also ganz easy. Jetzt gibt's aber noch einen kleinen Energy Drink und wir nehmen hier gerade Podcast auf, hier der gute Christoph, und dann, ja, gibt's eine neue Folge und wie ihr wisst, oder auch noch nicht wisst, hier vielleicht auf meinem Kanal, am Samstag, heute ist Mittwoch, geht's ab nach Berlin und dann bin ich auch vor Ort bei ihm, das erste Mal nach, wir arbeiten ja schon 2 Jahre zusammen, der Podcast ist jetzt auch schon über ein Jahr alt fast und jetzt wird das Ganze nach Berlin verlegt und vielleicht auch dann sehr bald, nicht nur temporär, sondern auch langfristig und da freue ich mich extrem drauf. Aber mehr dazu erfahrt ihr noch. So, und wir sind jetzt fertig mit Podcast und jetzt gibt es die letzte Mahlzeit vor dem Training. Ich werde mich so in, ich denke mal, in so 2, 2,5 Stunden ins Training begeben und jetzt gibt es hier noch eine Packung Johannisbeeren. 100 Gramm rechne ich die oder 110 und 3 Äpfel, 1, 2 und hier ist der dritte. Und dann sind wir auch fast durch, denn die letzte Mahlzeit ist schon eingetrackt. Die gibt es dann nach dem Training. Wie immer einfach Brokkoli mit Hähnchen. Und das essen wir danach. Und ich würde sagen, gönnen wir uns jetzt erstmal fett rein. Wenn das mal nicht nach einem Festmahl aussieht, liebe Sportsfreunde. Bin gerade aus dem Training gekommen und es lief gut. Gutes Training, Oberkörpertrainings machen eigentlich in der Regel ganz moderat Spaß, sage ich mal. Auch wenn eigentlich nichts mehr Spaß macht gerade, aber da kann man wenigstens so ein bisschen die Adern und die Streifen und alles ein bisschen begutachten. Aber im Endeffekt stand jetzt... Also jetzt momentan, ich bin mir sicher, in 3 Monaten, wenn ich wieder fett bin, dann denke ich mir so, Gott, war das geil damals und bla, ne? Aber Stand jetzt bocken mich halt diese Streifen und das alles null. Also wenn ich mich da angucke, dann denke ich mir so, ja, schön und gut, toll, bist ultra ripped, bist am Sterben so optisch, bist nur noch Haut und Knochen und Muskulatur und ein wandelndes Anatomie-Buch. Aber ich kann das halt nicht genießen, also gar nicht. Ich gucke mich da im Spiegel zwar ab und zu mal an und flex mal ein bisschen, post mal ein bisschen, klar, aber das ist alles nicht mehr so wie, ich sag mal, wenn du 3 Monate diätest und dann so die Endform siehst und dann sagst, okay, ich bin zufrieden und jetzt geht's wieder in Aufbau, dann fühlst du dich geil und dann post du auch echt mal rum und guckst so, weil von, ich sag mal, 15 auf 10% Körperfett tut sich auch sehr, sehr viel. Aber von, 7 auf 5% Körperfett, ja, wie jetzt gerade wahrscheinlich. Klar, da tut sich auch noch optisch, kann sich viel tun, aber da reden wir dann halt von Nuancen, die auf der Bühne relevant sind und nicht mehr so im Spiegel krass sichtbar. Und dementsprechend bin ich einfach gesättigt, ich habe keinen Bock mehr, ich will einfach essen und die Form ist mir momentan so egal. Nichtsdestotrotz, Training war trotzdem gut, hat alles geklappt und wie gesagt, wir gönnen uns jetzt hier ein bisschen rein. Es gibt, wie immer, habt ihr schon gesehen, ein bisschen Chicken, dann Brokkoli, und einen fetten Gemüseteller mit ein bisschen Salat, den ich gerade noch einkaufen war. Denke ich mal, wäre es das auch für heute, für den Vlog. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen aus meinem Alltag. Wir sind, um das auch nochmal hier dann abzurunden, am Ende vom Tag bei... Lasst mich mal hier schauen. Ich benutze übrigens Lifesum, beste Tracking-App, bei... 300 Gramm Kohlenhydraten bzw. 298,
196 Proteins und 40 Gramm Fett und damit haben wir 2523 Kalorien. Aber wie gesagt, die Kalorien sind hier immer so ein bisschen zwielichtig, da würde ich mich nie drauf verlassen. Ja, also mir kommt es auf die Makros an und da bin ich heute fast on point. Von daher, sehr nices Gefühl, damit kann man gut schlafen gehen und ja, ich habe jetzt Hunger, also ich werde jetzt essen.